Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man den 3x3x4 Zauberwürfel löst. Also als erstes ist halt zu beachten, dass die Centersteine nicht wie bei einem 3x3 Zauberwürfel fest sind. Das ist dann eher wie bei einem 4x4, würde ich sagen. Da man, also so genommen, sind hier das quasi die Center. Und die sind nun mal nicht fest. Also das heißt, man kann die auch auf eine andere Seite drehen und so weiter. Deshalb müsste man zuerst wissen, dass Orange, Grün, Rot und Blau kommt. Das werde ich gleich auch nochmal sagen. Ich stelle mal die Kamera näher. Einen Moment. So, ich hoffe, so ist besser. Und zuerst werde ich was zur Notation sagen. Das heißt, wie man die Zauberwürfel bewegt, beziehungsweise wie die einzelnen Bewegungen heißen. Ich bin da zwar nicht so der Fan von, aber ich habe schon gemerkt, dass es einfacher geht, als wenn man sich immer hoch, links und so weiter merkt. Wie man in den ersten Videos sieht, habe ich das auch so gemacht. Eventuell werde ich nochmal neu drehen, aber ich denke eher nicht, weil für manche ist das so schon verständnisvoller, wenn ich sage hoch links, anstatt eher L, U, wie auch immer. Also, zuerst zu beachten, das hier ist R, ja? R-Layer. Den dreht man immer um 180 Grad und nicht um 90, weil man kann ihn so nicht weiter drehen. Man kann dann nur 4 drehen, aber sonst nichts. Das heißt, wenn ich R sage, meine ich hier das. Oder halt zurück. Das ist egal, weil wenn man so dreht oder ob man so dreht, kommt das gleiche drin bei rum. So. Das gleiche gilt beim L-Layer. L ist hier. L-Layer. So. Wenn ich L sage, könnt ihr entweder so machen oder so. Das ist auch egal. Dann gibt es noch F. Das hier vorne. Und U. Das ist aber nur 90 Grad. Das heißt so, das ist U. Und das ist U'. Das ist das kleine U. Und das hier ist das kleine U'. Das ist das große D. Großes D'. Kleines D, kleines D'. So, dann fangen wir auch schon an. Zuerst vermische ich den mal. So. Genau. Als erstes lösen wir hier diese Ebene. Also, nein, nicht die Ebene, also schon die Ebene, aber als ersten Schritt bei der Lösung müssen wir diese Centersteine in der richtigen Reihenfolge positionieren. Das heißt Orange, da müsste Grün, da müsste Rot sein und da Blau. Ich habe den hier jetzt schon so, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Orange, da muss Grün hin. Dann kann ich den jetzt einfach nur runterdrehen, weil da Grün ist. Wenn aber Grün da wäre, wie ich es bei mir habe, dann dreht ihr das hoch, dreht das unter die Stelle, wo es hin muss und wieder runter. Das heißt, Orange, Grün, Rot und Blau. Wie gesagt, ansonsten dreht ihr einfach Blau runter und dann habt ihr das. Jetzt werden wir hier Teile so drehen, also das passt jetzt schon, hier ist rot und da ist blau, da ist blau und da ist rot. Das heißt, das wird quasi einmal so gedreht, ja? Es wird immer so gedreht, das heißt, wir müssen wirklich darauf aufpassen, dass es nicht, wo haben wir jetzt ein Beispiel, wo ist der andere Stein? Hier zum Beispiel, nein, ist ja richtig.
So, das müsst ihr jetzt nicht mitmachen. Hier zum Beispiel, da ist rot, da ist blau. Das würde dann nicht passen, weil der so eingesetzt wird und dann wäre hier blau und da rot. Jetzt muss ich mal gerade überprüfen, ob das alles so stimmt, wie es gerade ist. Orange, grün, blau, rot. Was da hin? Blau. Genau. Und jetzt gucken. Das hier würde passen, weil wenn wir den hier so rumdrehen, passt der. Das heißt, wir machen R, kleines U, R, kleines U Strich und wieder R. Und jetzt haben wir den eingesetzt. Jetzt gucken wir weiter. Dann habe ich nein. Was hier? So, habe ich hier noch einen, dann wieder R, kleines U, R, kleines U Strich, R. Dann habe ich hier den wieder eingesetzt. Jetzt fehlt mir noch rot und grün. Dann habe ich hier R, kleines U, R, kleines U Strich, wieder R. So, ich hoffe, das ist nochmal eine bessere Perspektive. Bei mir wäre dann hier diese Ebene auch schon gelöst. Jetzt gehen wir an die darüberliegende Ebene. Das heißt, wir müssen zuerst wir müssen zuerst zwei Kantenstücke suchen. Also wir machen jetzt nicht zuerst diese Center und dann die Kantensteine, sondern wir machen zuerst die beziehungsweise Ecksteine und dann die Center. Jetzt müssen wir gucken, entweder sind zwei nebeneinander passend, das heißt hier ist eins richtig drin und da, das kann man ja mal gucken, ob hier dann grün und rot ist, wie hier grün, orange, weil die untere stimmt ja. Und dann habe ich hier noch ein passendes, das heißt wir müssen ein passendes nach vorne links und eins nach hinten rechts. Wie man sieht, habe ich hier zwei gleiche Ecken, ja. Da muss das in der Mitte gar nicht passen. Wir gucken nur, ob das auf das untere geht. Ansonsten dreht man einfach mal. Das heißt, wenn es so wäre und man sieht, ach, keiner passt, dreht man. Hier ist einer. Da war sonst keiner. Da ist einer. Und da ist einer. So, dann tue ich die beiden nach links. Das heißt, hier ist der passende und da nach links. Und dann macht man folgenden Algorithmus. R, kleines U. R, kleines U-Strich, R, kleines U-Strich, D, R, kleines U-Strich, R, U, R, kleines D-Strich. Dann sieht man, ich habe das richtig, und das richtig. Solltet ihr nur zwei richtig haben, die sich diagonal voneinander befinden, das heißt der ist richtig und der, also ebener Schritt, dann macht ihr trotzdem das gleiche, aber haltet einen vorne links und einen hinten rechts. Immer. Und wenn ihr nur zwei habt, dann so. Und dass keiner gepasst hat, den Fall hatte ich noch nicht. Ja. Als nächstes machen wir die, dass die Center passen. Ich habe jetzt so, dass nur einer passt. Das ist eigentlich das Beste, um euch zu zeigen, weil jetzt tausche ich zuerst. Was tausche ich zuerst? Ich tausche zuerst die gegenüberliegenden, damit blau in blau passend ist und rot hier hinkommt. Und dann tausche ich nochmal die beiden. Das sind noch die einzigen Schritte, die ich weiß, dass man das die auszuführen sind. Und dafür mache ich R, kleines U2, R, kleines U2, R, kleines U2. Jetzt habe ich blau passend, orange ist geblieben und jetzt muss ich die beiden noch tauschen. Um die gegenüberliegenden zu tauschen, was ich eben vergessen habe, muss immer so sein, dass einer vorne und einer hinten ist. Und um die
beieinander liegenden zu tauschen, muss immer einer vorne und einer rechts sein. Da mache ich dann R, kleines u, 2, R, kleines u, 2, R, kleines u, R, kleines u, Strich, R. Und jetzt sieht man, haben wir dieses hier gelöst. Als nächstes lösen wir diese weiße Ebene. Dafür guckt man zuerst, ich habe hier zwei passende, ob man die irgendwie drehen kann, dass die schon passen. So, das passt schon und das passt. Also weiß, grün, weiß, orange. Und jetzt muss hier noch und da noch ein Mittelstück rein. Kantenstück, wie auch immer. Da gucke ich, hier ist das rote. Wenn ich das so drehen würde, wäre das halt hier zwar hier unten richtig, aber hier das wäre verdreht. Das heißt, ich drehe den erstmal im Kopf, gucke, da muss rot hin. Das heißt, ich drehe es einmal nach da oder nach da, ist eigentlich egal, ich drehe es jetzt nach da. Dann drehe ich das einmal nach oben, da wo es hin muss, nach oben. Dann drehe ich es wieder zurück, damit der rote eingesetzt wird. Drehe es nach unten und dann habe ich hier weiß, rot und hier passt auch alles. Und jetzt hier, genau der gleiche Fall. So wäre es zwar richtig, aber hier das wäre dann vertauscht. Das heißt, ich drehe es wieder nach oben, nach links, das hier nach oben, weil es da eingesetzt werden muss und dann nach unten. Und jetzt haben wir das hier, das hier, das hier, das hier gelöst. Und das hier ist natürlich erhalten geblieben. Als nächstes setzen wir die Ecksteine ein. Da muss man jetzt erstmal gucken, ob schon einer passt. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Das ist immer das Beste, um es euch zu zeigen. Und jetzt gucke ich. Da muss es genauso sein wie eben, weil hier der wird auch umgekehrt eingesetzt. Und das machen wir so. Hier muss der rein. Das heißt, wir holen den hier nach unten. Dafür macht man folgenden Algorithmus. R, U, großes U. Also wenn ich nicht kleines davor sage, dann ist es immer groß. U, R, U Strich, R. Jetzt habe ich die eingesetzt. Wie man sieht, ist hier das jetzt vertauscht. Das ist nicht schlimm, weil jetzt setzt man die nächste Ecke ein. Hier ist rot und grün. Mal gucken. Also, weil ich hier natürlich weiß, wo man drauf ist. Das würde auch passen, wenn man ihn so einsetzen würde. Und weil da nicht rot und da grün ist, weil sonst wäre es wieder verkehrt herum. Dann macht man einfach das Gleiche. R, U, R, U, Strich, R. Dann hat man hier das gelöst. Jetzt habe ich noch zwei Ecksteine, die unten eingesetzt werden müssen. Da mache ich wieder das Gleiche. Hier, der passt auch so. Also, wenn man ihn wieder umdrehen würde, würde er reinpassen. R, U, R, U, Strich, R. Jetzt drehe ich wieder nach unten weiter, wo der rein muss, und das nach oben. Das würde auch passen, wenn man den wieder tauscht. Dann R, U, R, U, Strich, R. Und dann nach links. Und jetzt habe ich das hier gelöst. Ganz wichtig ist halt bei dem Schritt, dass ihr darauf achtet, dass es wirklich verkehrt herum ist. Und nicht, dass ihr dann auf einmal, dass er zwar richtig ist, wenn ihr den einmal so nehmen würdet, quasi, aber halt falsch, wenn ihr den einmal so dreht. Weil das Wichtige ist halt, dass der sich wirklich so dreht. Also vorzustellen. Natürlich kommt der nicht raus. Genau. Das macht man, den Schritt macht man halt so oft, bis wirklich alles passt. Aber ich glaube, mehr Schritte als die, die ich benutzt habe, gibt es gar nicht. Muss man nicht durchführen sozusagen. Es könnte auch sein, also stellt euch einfach mal vor, dass hier noch alles gelöst ist und das jetzt, achtet nur auf die mittlere Ebene. Es kann auch sein, dass das hier der Fall ist. Das heißt, am Ende schließt ihr den quasi nicht mehr, weil schon alle passt, weil alle Ecken passen. Das heißt, das ist öffnen und das ist schließen. Beziehungsweise das ist öffnen
Und das ist schließen. Wenn du den nicht mehr schließt, ist hier das zwar falsch rum, was nicht weiter schlimm ist. Also hier, das stimmt. Was nicht weiter schlimm ist, weil das macht sich dann am Ende richtig. Und wenn, dann zeige ich euch auch noch einen Schritt, wie man das richtig dreht am Ende. Genau, jetzt machen wir die gelbe Ebene. Dazu guckt man jetzt erstmal. Also, wir müssen jetzt zuerst jetzt lösen wir zuerst diese Ecksteine. Dazu gucken wir wieder, Entschuldigung, ob zwei nebeneinander passen, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Das heißt, es passt auf die untere. Oder ob zwei diagonal passen, was ja bei mir nicht der Fall sein kann. So. Oder halt, wenn alle passen, müsst ihr gar nichts mehr machen. Ist na, ja klar. Auf jeden Fall ist das der gleiche Schritt. Entweder ihr macht jetzt die beiden, die passen nach da, oder halt von links hin rechts. Und dann macht ihr folgendes. R, U, R, U', muss ich mal gerade überlegen, D bedeutet, also bei dem bin ich mir eigentlich sicher, außer bei D muss ich immer nachgucken. D, R, U', R, U, R, D'. Jetzt habe ich auch schon alle Ecksteine gelöst. Das ist natürlich wie immer, also ihr müsst dann halt gucken, wie die dann stehen und dann überlegen, was ihr macht. Und jetzt tauschen wir, also machen wir es, dass die Mittelsteine passen. Einmal kann man dann natürlich wieder hinten und vorne tauschen und dann links und rechts und vorne. Ich tausche jetzt wieder zuerst hinten und vorne, damit das Grüne nach da kommt. Und dann kann man wieder die beiden tauschen. Um erstmal hinten und vorne zu tauschen. Und wundert euch nicht, gleich werden die so stehen. Also gleich wird irgendwo an zwei Stellen dies quasi einmal so um 180 Grad gedreht. Ich meine, das ist ja genau, das ist der rechte, der wird dann um 180 Grad gedreht. Das ist aber normal. Jetzt macht ihr R, U2, R, U2, R, U2. So wie ich es euch gesagt habe. Und dann dreht ihr, am besten macht ihr es jetzt nicht so, sondern so, damit der wieder um 180 Grad gedreht wird, damit er richtig ist. Weil wenn ihr es so lassen wollt, wird er wieder gedreht. Ich mache das jetzt extra so, damit ich euch gleich noch eine Ausnahme zeigen kann. Aber ihr dreht das bitte so, dass der offene quasi rechts steht. Beziehungsweise das, was halt noch nicht richtig ist, sagen wir mal so. Und wenn ihr eben schon eins richtig habt, dann ist das jetzt falsch. Nein, wenn eben schon eins so hattet, dann ist das jetzt wieder richtig, wie ich es euch eben mal erklärt hatte. Und jetzt wird das wieder falsch, dann dafür mache ich das jetzt extra bei der anderen Stelle, damit ich euch zeigen kann, wie ihr das richtig dreht. Wenn das jetzt ein bisschen kompliziert klingt, ich erkläre das dann alles noch. So, jetzt müssen wir hier die beiden tauschen. Dafür R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U'R. Wie man jetzt hier sieht, muss ich quasi, das ist eine gute Frage, muss ich das so drehen und dann so, damit es richtig passt. Kann ich natürlich nicht einfach so machen, weil sonst ist ja falsch. Jetzt kommt nämlich diese Ausnahme. Ich muss das jetzt zweimal machen, weil ich es ja extra falsch gemacht habe für euch. Und dafür drehe ich die beiden, die getauscht werden müssen. Das heißt, es muss ja einmal so gemacht werden. Und dann so. Dann muss ich das zuerst einmal so drehen quasi, damit das richtig passt. Und dann nochmal das. Damit die beiden quasi, damit das wieder um 180 Grad gedreht wird, ohne dass hier irgendwas verschoben wird, macht man diesen Zug. U2, also kleines U2, R, F,
kleines U2, großes U2, F, R, kleines U2. Wie man sieht, ist hier jetzt wieder alles passend. Und das wurde auch getauscht. Das heißt, es wurde einmal um 180 Grad gedreht. Und jetzt, das ist euer Fall. Das heißt, ihr habt eins falsch. Den und den. Das müsst ihr quasi einmal so drehen. Aber dann wäre es ja falsch. Deswegen ist das so wieder das Gleiche. Dann macht ihr einfach das Gleiche. Ich musste den ja nur zweimal machen. Das heißt, ihr macht. Also nur zweimal machen, weil ich es ja extra falsch gemacht habe. Kleines U2. Der L. Kleines U2. Großes U2. F. R. Kleines U2. Und dann habt ihr euren 3x4 Zauberwürfel schon gelöst.